Neben Training und Regeneration ist die Ernährung die größte Komponente, die bestimmt, wie unser Körper aussieht und funktioniert. Doch Ernährung ist auch eines der undurchsichtigsten und umstrittensten Themen aller Zeiten. Deshalb möchte ich euch in diesem Video die Gerichte und die Ernährungsweise geben, die für mich am besten funktioniert und dazu führt, dass ich das ganze Jahr über so aussehe und auch einen Testosteronwert habe, der regelmäßig überdurchschnittlich hoch vom Labor zurückkommt. Ich habe schon so ziemlich jede Ernährungsform ausprobiert, über vegan, low carb, low fat, Ketogen, if it fits your macros, intermittent fasting, wirklich alles. Und ich bin zu folgender Conclusio gekommen. Die perfekte Ernährung für einen athletischen Körper und für gutes Wohlbefinden ist relativ simpel und relativ geil. Aber dafür müssen wir ein paar Sachen wissen und die will ich vorab noch kurz erklären. Erstens, das weiß jeder, aber jedes Lebensmittel besteht aus drei Makronährstoffen: Proteinen, Fetten und Kohlenhydrate. Diese Makronährstoffe bilden den Kaloriengehalt des Lebensmittels. Dann gibt es noch Mikronährstoffe wie Vitamine und Mineralstoffe und die sind lebensnotwendig, haben aber keine Kalorien. Für sehr viele Leute und auch für mich waren Makronährstoffe jahrelang das Einzige, was einen interessiert. If it fits your macros ist eine sehr populäre Ernährungsweise, bei der man sich einfach nur auf die Makronährstoffe konzentriert und einfach nur schaut, dass man auf seine Makronährstoffverteilung kommt. Das wird so oft gepredigt, weil es sich wirklich gut verkauft und ich habe das damals auch geglaubt. Doch mittlerweile bin ich ein bisschen älter und ein bisschen schlauer und ich verstehe jetzt, dass der Körper ein so komplexes biologisches System ist, dass vielleicht nur dem ersten Satz der Thermodynamik zu folgen, nicht das komplette Bild ist. Denn zweitens, unsere Ernährung beeinflusst unsere Hormone irre stark und unsere Hormone beeinflussen so ziemlich alles, was wir sind, irre stark. Ich bin ein Mann, ich will Muskeln aufbauen, ich will in Form sein und ich will generell einfach Motivation und Energie dafür haben, meine Ziele zu verfolgen. Und deshalb will ich ein Hormon hochhalten, und zwar Testosteron. Und neben Sonnenexposure und Schlaf ist die Ernährung der größte Hebel dafür. Drittens, ich folge keiner Diät, ich restriktiere mich nicht, ich folge nur einer Regel, und zwar, dass der Großteil meiner Ernährung, 80-85%, aus wirklich unverarbeiteten Lebensmittel besteht. Also einfach aus dem Base Ingredients, da wo keine Zusatzstoffe oder irgendwelche Haltbarkeitsdinger drinnen sind. Wenn man die Packung umdreht und hinten sieht so aus, als würde in Minecraft Enchantment Table Language geschrieben werden, dann würde ich das eher wieder zurücklegen. Das heißt, ich kann diese Ernährung immer und überall fahren und wenn ich zunehmen will, esse ich einfach ein bisschen mehr und wenn ich abnehmen will, esse ich einfach ein bisschen weniger, aber die Lebensmittel bleiben ziemlich gleich. Also kommen wir zu den Gerichten. Wie immer, ich bin kein Arzt, ich bin kein Ernährungsberater, bei mir ist das alles aus der Praxis. Ich habe mittlerweile fast ein Jahrzehnt Training und Ernährung hinter mir. Frühstück. Was ich übrigens auch nicht bin, ist ein Koch. Das heißt, wenn ihr diese Gerichte nicht nachkochen könnt, dann habe ich wirklich schlechte Nachrichten für euch, weil das ist wirklich so simpel, wie es nur geht. Meine ganzen Mahlzeiten sind eigentlich nur Gerichte, die aus so den Zutaten, die ich für gut befinde, irgendwie zusammengewürfelt sind. Mein Frühstück ist meistens irgendetwas mit Eiern. Meistens ein Avocado-Brot, da einfach Brot vom Bäcker, besser dunkles Brot, in den Toaster, Avocado zerdrücken, drauf Schafkäse drüber, Zitrone drüber und dann Spiegeleier drüber. Spiegeleier sind nice, wenn der Dotter da so ein bisschen noch flüssig ist, weil da werden wirklich alle Nährstoffe erhalten. Mein anderes Go-To-Meal ist einfach Oatmeal. Das ist besonders cool, weil man das halt so individuell anpassen kann, einfach nach was man mag. Ich hau da einfach immer Haferflocken rein, dann Nüsse, dann Erdnussbutter, dunkle Schokolade, damit das Ganze nach irgendetwas schmeckt und Milch. Das war's. Manchmal auch irgendwelche Beeren, aber ich esse meistens wirklich Option 1, sprich irgendwas mit Eiern. Am Morgen will ich einfach nur Eiweiß haben und gute Fette für den Hormonspiegel. Diese Omega-3 und Omega-6 Geschichten, ich esse auch oft Räucherlachs in der Früh. Das stellt die Muskelproteinsynthese sicher, gibt mir keinen Brain Fog, weil weniger Kohlenhydrate dabei sind, dazu aber später mehr, und lässt mich einfach am Vormittag gut fühlen. Wenn es mehr Kohlenhydrate sein sollen, wie beispielsweise bei Oatmeal, schaue ich halt, dass das eben komplexe Kohlenhydrate sind, wie beispielsweise Haferflocken und nicht irgendein Müsli oder was auch immer, weil man dann sonst morgens direkt diesen Crash hat. Wenn ich irgendwo unterwegs bin, einfach nur Bananen und ein Proteinshake, das war's, das sind meine Frühstücksoptionen. Noch kurz zur Gesundheit von Lebensmitteln. Das Ganze ist nicht schwarz-weiß, welches Lebensmittel ist gesund und welches Lebensmittel ist ungesund. Es ist halt beispielsweise Eier. Eier aus dem Garten von Hühnern, wo ich weiß, womit die gefüttert worden sind und wo ich weiß, dass da kein Mist drinnen ist, sind meiner Meinung nach absolutes S-Tier-Lebensmittel und so ziemlich das Näheste zu legalen Steroiden, was man kriegen kann, meiner Erfahrung nach. Bei Eiern aus Bodenhaltung oder was auch immer, da wo die in diesen riesengroßen Fabrikstellen sind, sieht es halt wirklich anders aus. Da würde ich jetzt nicht sonderlich viel davon essen. Genauso bei Brot, da achte ich drauf, dass es vom lokalen Bäcker ist und nicht von irgendeinem Supermarkt. Bei Fleisch, Fisch, ihr wisst Bescheid. Die Qualität von Lebensmitteln variiert da wirklich drastisch und meiner Meinung nach, natürlich ist das Ganze ein bisschen
teurer, aber wenn man das Privileg hat, dass man sich das leisten kann, dann würde ich da auf jeden Fall investieren. Das hat einen riesengroßen Return on Investment, das lohnt sich wirklich. Mittagessen. Zu Mittag hatte ich mein ganzes Leben lang dasselbe Problem, und zwar ich hatte immer ein Mittagstief. Nach dem Mittagessen wurde ich so krass müde, dass ich dann meistens irgendwie schlafen gehen musste oder das mit einem Spaziergang auskontern musste, oder ich war einfach, die nächsten Stunden konnte man mich wirklich schmeißen. Aber ich habe all die Jahre eine Sache nicht verstanden, und zwar den Blutzucker. Besonders Kohlenhydrate lassen unseren Blutzucker ansteigen. Es gibt zwei Arten von Kohlenhydraten. Die kurzkettigen, das sind beispielsweise Zucker, ist das kurzkettigste Kohlenhydrat. Aber auch Weißbrot, Süßigkeiten, diese ganzen Fruchtsäfte, volles Programm. Die lassen unseren Blutzucker halt super schnell ansteigen, bilden eine sogenannte Blutzuckerspitze, und das muss dann aber leider auch wieder runterkommen. Und das kommt genauso schnell runter, und das ist dann der Crash, den wir spüren. Komplexe oder langkettige Kohlenhydrate, wie beispielsweise Süßkartoffeln, Quinoa, Haferflocken, generell Vollkornprodukte, sind einfach komplexer und brauchen vom Körper länger, um zerlegt zu werden. Heißt, die lassen unseren Blutzucker langsamer und gleichmäßiger ansteigen und dann auch wieder langsamer und gleichmäßiger fallen. Somit ist das Mittagstief einfach nicht existent. Und seitdem achte ich darauf, dass ich, wenn ich Mittag esse, wenig Kohlenhydrate esse. Vor allem wenig einfache, und wenn ich mehr Kohlenhydrate zu mir nehmen will, dann eher komplexere, um eben dieses Tief zu vermeiden, und es funktioniert wirklich super. Bei mir ist das Mittagessen generell ein Baukasten. Ich würfel da meistens eine Proteinquelle und eine Kohlenhydratquelle zusammen und dann noch irgendetwas für Mikronährstoffe. Mittags bin ich auch meistens im Flow und will absolut keine Zeit damit verbringen, mir irgendwie was zu kochen oder was auch immer. Demnach ist die Versuchung da groß, dass ich mir irgendeinen Müll hole. Aber für genau dieses Problem habe ich mittlerweile eine Lösung gefunden, und das sind die Gerichte von Prep My Meal. Prep My Meal macht gefrorene Mahlzeiten, die sowohl High Protein als auch 100% natürlich sind. Man nimmt das einfach aus der Packung, stellt es mitsamt der Schale in den Ofen oder in die Mikrowelle, und in wenigen Minuten hat man eine hochwertige Mahlzeit. Alternativ kann man das Ganze auch in der Pfanne warm machen. Und es gibt keinen einfacheren Weg, eine gute Ernährung zu fahren. Das Ganze hat mich schon so oft gerettet, weil ich keinen Bock auf Kochen hatte oder nichts zu Hause hatte oder Lieferservice bestellen wollte. Ein Gericht bekommt man schon ab 8,49, ein XL-Gericht sogar ab 5,99. Das heißt, das Ganze ist auch gut für den Geldbeutel, und man kriegt das einfach an seinem Wunschtag gefroren geliefert, räumt es dann ins Gefrierfach und hat jede Menge hochwertige Mahlzeiten auf Lager. Das muss man nur noch warm machen, und das hat wirklich dazu geführt, dass ich mir jede Menge Zeit spare und meine Ernährung wirklich besser ist, weil meine Diät halt sozusagen nicht fällt, weil ich mir irgendeinen Mist hole, sondern ich erinnere mich einfach dran, oh ja, ich habe das im Gefrierfach, das esse ich jetzt einfach. Außerdem schmeckt das Ganze auch wirklich gut, und mit dem Code DominikL könnt ihr maximal auf eure Prep My Meal Bestellung sparen. Also wenn ihr Bock habt, schaut gerne in den ersten Link in der Beschreibung, die haben super viele Gerichte, da ist sicherlich für jeden was dabei. Zurück zu meinem Mittagessen. Meine Lieblingskohlenhydratquellen sind Kartoffel, Süßkartoffel oder einfach weißer Reis. Nudeln liebe ich auch über alles, aber die versuche ich, wenn dann, eher am Abend zu essen, da die halt wirklich eher kurzkettig sind und auch sehr reinknallen, weil die sehr viel Kohlenhydrate haben. Dazu kommt einfach eine Proteinquelle. Hühnerbrust, Lamm, Steak, was auch immer, Fisch, Lachs esse ich sehr gerne. Käse, manchmal Bohnen, Kichererbsen. Oftmals werfe ich alles irgendwie in eine Schüssel zusammen und nenne es dann Bowl. Natürlich versuche ich auch irgendwie auf meine Mikronährstoffe zu kommen, indem ich da Gemüse reinhaue. Bei mir ist es aber so, das Ganze sättigt mich sehr und ich habe generell einen schlechten Appetit. Ich hole mir meistens irgendwelche Beeren als einen Snack oder irgendein Obst als Snack. Apropos Snacks, kommen wir zu den Pre-Workout-Mahlzeiten. Ich gehe meistens entweder am Vormittag ins Gym oder am Abend und ich versuche davor irgendetwas zu essen, was mein Training halt gut werden lässt. Hier sind kurzkettige Kohlenhydrate oftmals förderlich, da der Körper eben keinen Stress hat, die zu verdauen und die schnell Energie liefern. Ich esse sehr oft Datteln mit Honig oder einfach Bananen mit Honig vorher, oder wenn ich irgendwo unterwegs bin, hole ich mir einfach Reiswaffeln. Ich versuche eher, dass das die Ausnahme ist, weil die schon sehr verarbeitet sind, aber die funktionieren auch gut. Ein anderer Snack, der todessimpel ist und am Nachmittag oder am Vormittag wirklich gut klar geht, ist Skyr mit irgendwelchen Beeren. Das ist pures Eiweiß plus Mikros. Und bevor wir zu meinem Abendessen kommen, noch kurz das Thema Cheat Meals. Natürlich habe ich keine Cheat Days, sondern nur Cheat Meals, da die Verteilung so einfach viel besser ist. Ich habe dafür auch keine Regel, dass ich irgendwie nur so und so viel Cheat Meals pro Woche essen darf, aber ich schaue mich halt in den Spiegel, und wenn ich da
bisschen zu viel Körperfett habe, vor allem im Gesicht, dann versuche ich auch irgendwie in Restaurants clean zu essen oder eher auf Cheat Meals zu verzichten. Und manchmal, wenn ich Bock habe, bestelle ich mir natürlich einen Burger oder eine Pizza. Da macht wirklich die Menge das Gift. Es gibt auch viele Cheat Meals, die irre geil sind und auch in den Fitness-Lifestyle so mäßig reinpassen. Beispielsweise ein Kebab, der hat viel Eiweiß, natürlich auch viel Fett, aber mein Gott. Bei mir ist es so, in den meisten Restaurants gibt es wirklich Gerichte, die super gut schmecken und reinpassen. Die haben meistens auch diese Kohlenhydrat-Eiweiß-Quelle Combo. Mein Go-To-Meal, wenn ich irgendwo unterwegs bin und mir schnell was holen will, ist meistens Sushi, weil das kann man halt geschickt unterwegs essen. Aber ja, Cheat Meals bringen einen absolut nicht um, vor allem wenn es wirklich nur manchmal ist. Das führt eher dazu, dass man die Motivation beibehält, dass man seinen Verstand nicht verliert und ab und zu geht wirklich klar. Abendessen. Am Abend, meistens nach dem Training, ist diese Kohlenhydratregel mehr oder weniger aufgehoben. Da ist es mir nicht mehr so wichtig, ob ich nach dem Essen müde werde oder nicht. Natürlich will ich es hier realistisch mit euch halten. Oftmals ist es Abendessen einfach das, was vom Mittagessen übrig ist. Oftmals ist es auch das, was vom Mittagessen übrig ist, einfach in Wraps geschmissen mit ein paar mehr Zutaten und dann nennt man es Wraps. Ich liebe auch Nudeln, Spaghetti Carbonara, Spaghetti Bolognese, Spaghetti mit Garnelen, alles selbst gemacht, auch mit Pesto. Ist einfach eine super Kalorienquelle und schmeckt mir persönlich super gut. Da gibt es 100 Variationen davon, es geht schnell. Genauso wie Risotto, das mag ich auch sehr gerne, ist auch sehr kaloriendicht. Ich versuche generell am Abend immer eher mehr Kohlenhydrate zu essen, um halt wirklich einfach wieder zu laden. Der einfachste Weg ist es einfach, eine Liste von Lebensmitteln zu haben, die relativ unverarbeitet sind und die Makronährstoffe gut decken. Und dann mache ich es zumindest so, dass ich die je nach Bedarf und je nach Tageszeit zusammenwürfel. Ich schaue, dass 80-85% meiner Diät wirklich clean und unverarbeitet ist und zu Hause gekocht wird und den Rest gönnt euch. Mit gönnt euch meine ich jetzt nicht irgendwie, haut euch Süßigkeiten rein oder so, weil dieser verarbeitete Industriezucker lässt mich immer super abhängig werden und macht generell weirde Sachen mit meinem Körper, generell diese ganzen Stoffe. Aber wie gesagt, ich esse auch mal gerne ein Dessert oder eine Pizza oder einen Burger. Ich will nicht auf die Bühne gehen. Ich will auch nicht meinen Verstand verlieren. Ich will das Ganze einfach nebenbei so simpel wie möglich machen. Das ist auch meine Trainingsphilosophie. Einfach immer und ein System haben, was man immer durchziehen kann. So gibt es keine Jojo-Effekte, das nimmt nicht so viel Real Estate im Kopf ein, ist einfach simpel. So kann man es einfach lange durchziehen und durch das lange Durchziehen kommen die wirklichen Ergebnisse. Mit dieser Diät, ich verspreche euch, ihr werdet ästhetisch aussehen, eure Hormone werden stimmen, ihr werdet gut denken können, ihr werdet Millionär werden und fliegen können, keine Ahnung, was kann man noch versprechen. Funktioniert zumindest für mich super, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was so eure Gerichte sind, ich suche da auch gerne immer nach Inspiration. Bleibt gesund, mögen all eure Träume wahr werden, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Peace!